Gegen Mittag des nächsten Tages erreicht Huckleberry Hawk das kleine, idyllische Fischerdorf Bodie. Doch irgendetwas stimmt dort nicht. Auf den Straßen sieht Hawk nur Kinder. Und in jener Zeit wurden gewisse Dinge noch nicht allzu ernst genommen. Es wurde still im Haus. Also so etwas habe ich überhaupt noch nicht erlebt. Der Spuk ist vorbei. Es ist, als ob die Natur aufatmet. Hat Bizi und Blinky in Sicherheit gebracht. Nun könnte eigentlich Ruhe einkehren. Die Lady und der Meister kommen völlig außer Atem im Schloss an. So sind sie gerannt. Eternis ging das Fest weiter. Fröhlich feierten die Bewohner der Stadt zusammen mit den Masters of the Universe. Und Orko konnte es nicht lassen, immer wieder mal ein Zauberkunststück zum Besten zu geben. Teufel auch. Es regnet nur einmal im Jahr in dieser Gegend und das muss ausgerechnet in dieser Nacht sein.